Hier ist Mann, oh Mann. Der mit dem großen M und zwischen den zwei Mann. Also kleiner Mann, großer O, kleiner Mann. Immer mit einem N am Ende. Nur mal so, falls ihr mich mal sucht, wisst ihr, wie ihr mich richtig findet. Ja, wie man sehen kann, gehöre ich ja nun schon der älteren Generation an. Ich habe so gesehen das letzte Drittel erreicht und habe das Gefühl, dass das letzte Drittel jetzt schneller rumgeht wie die ersten beiden Drittel. Es kommt immer darauf an, von welchem Standpunkt man es aus ja wohl betrachtet. Ja, momentan schauen ja nicht so viele zu. Also ich bin noch nicht so lange dabei, deswegen habe ich noch nicht so viele Abonnenten. Und die meisten könnte ich also persönlich begrüßen, ne, weil man sich kennt. Ne? Ja, hier, das war. Grüß dich. Hallo, wir haben uns ja. Hab mich lange nicht gemeldet, melde mich bald wieder. Ja. Und wer ist da noch? Ja, hi, grüß dich. Ja, hallo. Naja, ich grüße mal, mach mal allgemein dann hallo, die mich nicht kennen und sagen, was macht der alte Mann denn jetzt hier im Internet? Kann ich ein bisschen was von mir jetzt kurz was erzählen? War sehr aktiv früher im Karneval, habe dort mit Büttenreden geschrieben und auch, ich muss mal kurz gucken, kommt da jemand? Nein, kommt keiner. Büttenreden geschrieben, Bütten vorgetragen, dann in einer Kleinkunstbühne auf einem Theater mitgespielt, bei einem Amateurtheater, das was ich erstmal nicht machen kann, aber hoffentlich demnächst bald wieder machen kann. Gut, ja, ansonsten schreibe ich Gedichte, das ist so mein Hobby, schon von früher aus gewesen und weil ich habe gedacht, wie kann ich mich produktiv zeigen, wenn ich so nicht weiter machen kann. Das heißt, wenn ich nicht Internet mehr sehen. Weil das heißt, wenn das nicht gesagt ist, dass dementsprechend denke ich, weil da ist es dann eigentlich ganz gut. Ja, ich schreibe jetzt also viele Gedichte und da täglich. Ja, es gibt ja viele gute Anlässe wie Geburtstag, Hochzeit, jetzt war ja Valentinstag oder mal zum Wochenende. Das sind so Sachen, die man gerne mitnimmt, auch gerne macht und viel auch gefragt ist. Aber ich nehme auch bei diesen Welttagen. Es heißt ja Welttag. Das heißt kuriose Tage auf der Welt. Ja, die schreibe ich. Manche Themen sind da total uninteressant, wie der Tag der Jogginghose oder Tag des Binders oder ach, was gibt's? Tag des Pupses. Ja, also so, es gibt tatsächlich Sachen, die sind nicht besonders interessant. Aber wenn man was angefangen hat und will jeden Tag was machen und es gibt immer diese Tage, dann zieht man es einfach durch. Auch wenn es einem selber manchmal schwer fällt. Im Großen und Ganzen was kann irgendjemand ist es so, dass ich dann einfach gedacht habe, versuche es einfach mal im Internet, Expedition ins Internet, das unbekannte Wesen, ne? Sagt man nein, sondern was hatte ich mal aus, das ist schwer, also jetzt habe ich den Faden verloren, tschüss. Ich habe den Faden wiedergefunden. Ja. Nein, jetzt mal ein bisschen anders, nicht so konservativ, ein bisschen lockerer. Es wird immer noch mal zwischendurch was geben. Nein, ich will auch noch was bringen, außer Gedichte. Und zwar kommen dann, ich habe ein Buch als Autor verfasst, Tag Post, mit kuriosen Geschichten, wo mir das Lachen nicht zu kurz kommt. Und genau das werde ich irgendwann euch hier
auf diesem Kanal irgendwann in mehreren möglichen Episoden vortragen. Ja, und was haben wir noch? Es gibt, wer Bock hat, es wird noch das eine oder andere Kuriose auf euch zukommen. Was und wann? Das weiß ich selber noch nicht. Das machen wir dann ganz spontan. Ne? Ja, ansonsten hoffe ich, dass sich noch ein paar mehr für mich interessieren irgendwann als Abonnent. Wo ihr eure Meinung sagen könnt, ihr mir euren Kommentar geben könnt, wo ihr reinschreiben könnt, Mensch, was könnte man denn noch machen? Was gibt es noch Besseres? Was könnte der umsetzen vielleicht für mich mal? Oder schreibt meinetwegen, na gut, Mensch, älter Mann, geh aus dem Internet, was willst du hier? Na, weil ich sag dir, was ich angefangen habe. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon von mir. Heute mal von der frischen Luft das erste Mal probiert, jetzt hier draußen. Ich hoffe, das Video wird nicht zu schlecht. Ihr werdet mich hier und da in verschiedenen Aktionen nochmal kennenlernen. Schaltet mich einfach mal, wenn ihr schon auf meinem Kanal seid. Gebt mir den Daumen, wenn es euch gefällt, nach oben. Und abonniert meinen Kanal. Und zwar also hier im Wald bleibe ich noch ein wenig mit den Hunden jetzt, gehe noch ein wenig spazieren und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Vor allen Dingen lasst euch nicht stressen, bringt nichts ein, dafür ist das Leben viel zu kurz. Jetzt wäre ich auch am Ende noch melancholisch. Macht wohl das Alter. Also man sieht sich oder man sieht sich nicht. Macht's gut und bis bald. Tschüss.